Ja, liebe Wummus-Freunde, hier bin ich wieder und ich hatte echt Pech mit meinem Wummer und zwar an meinem allerletzten Tag meiner Skandinavien-Tour. Da habe ich mir nämlich diese schöne Beule hinten in meine Schürze gefahren. Und ich erzähle euch jetzt, wie das passiert ist. Zusätzlich löst sich auch noch mein Auspuffdopf auf, also die äußerste Blechschicht löst sich ab. Wir haben die unterwegs schon mit Wäscheleinendraht angebunden. Ihr seht das hier. Angeblich ist es nur so eine Art Wärmeschutzblech, aber trotzdem glaube ich, da muss auch noch ein neuer Auspufftopf ran. Ja, wie ist das Ganze passiert? Ich bin auf dem letzten Campingplatz, auf dem ich stand, hier reingefahren. Es war mieses Wetter, es hat geschüttet wie aus Eimern, es war alles platternass und ich musste an dieser Stelle rechts hoch. Und ihr seht schon das Übel, was hier hinter der Hecke lauert. Also wie gesagt, man hatte mir einen Platz zugewiesen auf diesem Campingplatz und da ging es hier etwas berghoch und natürlich hat mein Wohnmobil auf klatschnassem Rasen voll durchgedreht, also Vorderradantrieb ohne ALS oder ASP oder wie das heißt, also keine Schlupfkontrolle, alles dreht durch. Und ja, ich kam nicht weiter und bin ins Rutschen gekommen beim Rückwärtssetzen und habe dann dieses Eisengitter, was ihr gerade saht, erwischt. Hier an der Ecke seht ihr das nochmal stehen, dieses kleine Eisengestell. Und da bin ich mit meiner Schürze gegen und das Dilemma seht ihr hier. Ärger, Ärger, Ärger. Der Auspuff auf neu, hier die Sache muss repariert werden. Und zusätzlich ist meine Motorkontrollleiste auch wieder an und zeigt mir, dass der Sensor vom Rußpartikelfilter spinnt. Also da habe ich auch einen Werkstatttermin, damit das endgültig mal beseitigt wird. Einen neuen Rußpartikelfiltersensor habe ich ja schon. Und einen Schallschaden in der Frontscheibe hatte ich dann auch noch, aber der ist mittlerweile repariert. Jo, also der letzte Tag hat mir dann noch so ein bisschen die ganze Reise versauert, aber mit ein wenig Kleingeld wird man das Ganze hoffentlich wieder hinkriegen. Ärger, Ärger, aber was soll man machen? Dann macht's mal gut, ne? Bis zum nächsten Mal und tschüss.